Ja, hallo zurück bei Stardew Valley. Jetzt wird mal mitgeschlafen. Yes. Träum was Schönes, kleiner Fischermann. Um 6 Uhr in der Früh wird aufgestanden. Ah. Wahrsager. Okay, kann ich den gießen? Was die Naken? Und ich könnte sie jeden Tag gegossen, weißt du das wer? Und wo kriege ich Wasser her? Oh, die Gießkanne. Vielleicht aus meinem kleinen Teich. Richtig. Gut. Kann ich Fasern? Salat, Lehm, Kohle, Sammlung habe ich nichts, Herstellung, Lagerfeuer, Holzzaun, Tor, Holzpfad, Schotterpfad, Fensterscheinpfad, Holz habe ich 12. Kiste kann ich machen mit 50 Holz. Schmetterlinge. So. Hier wird noch ein bisschen gesenst. Und ein bisschen Holz geklopft. Was auch immer hier einst war, es sind nur noch Ruinen übrig. Ja, kann ich was machen? Wahrscheinlich nicht. Ist da? Okay. Nichts. Nichts, nichts. Dann würde ich sagen, wir haben ja immer noch 20 Leute zu begrüßen. Wir gehen einfach mal, weil die Pastinaken wachsen ja sowieso von alleine. Schauen einfach, wen wir so belästiger begrüßen können. Eisenbahn. Ein Zelt. Aber da geht's doch nirgends hin. Da ist eine
Waschbärstatue. Da ist ein Einsiedler anscheinend. Linus, jemand Fremdes, hallo. Ich auch, keine Sorge, hallo. Ich will euch doch nur alle begrüßen. 9 von 28, das wird noch dauern. Nein, jetzt komm. Jetzt. Also bitte. Verdammte Rumrennerei. Hey, ein Teleskop. Maru. Ist das ein Wissenschaftler? Demetrius, örtlicher Wissenschaftler und Vater. Demetrius, örtlicher Wissenschaftler und Vater. Du bist der örtliche Vater. Gibt's was zum Berichten? Hast du meine Tochter Maru getroffen? Nein, sie scheint... Ah, will sie mich sehen? Maru, wo bist du? Da ist niemand. Hier ist auch niemand. Und da ist auch niemand. Hallo? Komm raus. Ich will dich doch nur begrüßen. Ich bin's. Hallo. Ich will dich doch nur begrüßen. Gemischtwarenladen. Gehe ich da jetzt runter? Und? Entschuldigung für die viele Rumrennerei. Und schau mal, was ich so... Jetzt wird's interessant. Jetzt wird's interessant. Echt? Ganz schön geräumig. Niemand da. Da war ich schon. Hallo, George. Zisch ab. Rollstuhl George. Trainings. Alex. Rollstuhl George und Trainings Alex. Gemeinsam in einem Häuschen. So. Die Kneipe. Ich möchte gern einen Whisky. Muss ich jetzt extra rumkommen? Normalerweise macht man das nicht in einer Kneipe. Gas. Ich bin Gas. Chef und Besitzer der Kneipe zum Sternenfall. Was da drüben wäre? Arcade. Hallo, Arcade. Reise des Prairie. Ah, okay. Zwei Leben habe ich noch.
So, gehen wir mal wieder raus und Gemischtwarenladen. Was ist der Hauptplatz da? Das Auge von Stardew Valley. So. Krankenhaus, da ist sicher die Kranken. Naja, aber Notfall darf ich keiner sein. Geburtstag, Geburtstag, Eierfest, Blumentanz. Okay. Da sind viele, jawohl. Luis, hallo. Ach, dich habe ich schon gesehen. Pierre. Hallo. Bist du Fisherman? Der neue Bauer. Ich bin Pierre, der Besitzer des örtlichen Gemischtwarenladens. Ja, ich hätte gern welche. Wo kriege ich eigentlich? For sale. Wird heftigst trainiert. Mani! Ich habe gedacht, du willst mich treffen. Kapelle. Da ist. Okay, was zum Essen. Was zum Essen? Ein Esstisch, nicht was zum Essen. Kartoffeln. Ach, ein. Vier, nehmen wir fünf. Kartoffel. Raus mit uns. Rennen ja genug. Pam, hey Kind, ich heiße Pam. Hey Pam, ich heiße Kind. Sei kein Idiot und wir werden uns gut verstehen. Schwierig, schwierig. Man sieht sich. Jo, Mann. Penny. Yes. Ah, das sind Kids. Schnüff, Mama lässt mich heute nichts Süßes mehr essen. Ach, Mütter. Ja, bin ich. Hallo, Hayley. Okay. Da war ich schon. Puh. 19 von 28. Ich würde sagen, wenn es sich ausgeht, vielleicht noch ein wenig Kartoffel sehen. Sehen. Da schaut es aus, das ist ja ein Wahnsinn. Vater da nicht geniert hat für dieses überwucherte Gehöft. So,
5 Hacke, 2, 3, 4, 5 Menno. Fasern, Lehm, Kohle, ja, ich habe Post, ich habe Post, ich habe, hallo, bin gerade von einem Angeltrip zurückgekommen, du solltest mal am Strand vorbeikommen, ich habe etwas für dich. Aus der Strand, das ist zu weit. Jetzt gehe ich schlafen. Gibt's doch gar nicht. Und dann gehe ich zum Strand und dann kannst du mir was auch immer zeigen. Auf zum Strand. Wunderschönes Wetter. Es regnet, die Pflanzen bekommen Wasser. Ich muss nicht gießen. Auch jetzt darf ich kein Notfall sein, das Krankenhaus öffnet erst um 9 Uhr. Hallo. Fisch. Willi, ahoi Bürschchen. Hör mit der Angel. Dachte ich mir's doch. Die Kunst des Fischens, wem sagst du das? Ich bin's, dein Fischermann. Tada! Du erhältst Bambusstange. Ich hab doch eine Angel. Lass mich die Angel ins Wasser schmeißen. Und nu, mein Jung. Was war das? Was war das? Zack. Muss ich in den grünen Bereich, okay. Und wenn einer anbeißt, was muss ich dann machen? Na? Mal mit der rechten Maustaste probieren. Mal mit der linken hat es nicht geklappt. Bis jetzt eher erbärmlich für einen Fischermann.
könnte ich den ganzen Tag machen. Im Regen stehen, an einem Steg, das Meer unter mir. Muss ich mir noch genauer ansehen. Hier gibt es jedenfalls Forellensuppe. Was ist da los? Jetzt. Mit 300 Stücken Holz könnte man das hier. Wieder so eine Waschbärenfigur. Da ist nichts. Ist da kein Weg? Nein. Jetzt geht's wieder auf in die Stadt. Und wir schauen mal, was unsere Pastinaken machen. Beziehungsweise könnte ich doch im Gemischtwarenladen die zwei Austern verkaufen. Versuchen. Das ist der Saloon. Benötige eine Fuhre von Kartoffeln. Könnte mein örtlicher Bauer eine bringen? Was ist denn eine Fuhre? Was? Mittwoch Ruhetag. Bringe Bär Kartoffel. Wie viel? 2 Tage. Ob ich mich da jetzt nicht gleich am Anfang schon übernommen habe. Ob sie mich nicht jetzt schon hassen, die Bewohner von Stardew Valley, Sternentautal. Die brauchen noch, geangelt habe ich auch nichts, aber ich könnte da die Austern reinlegen und dann schauen, ob das was bringt. Vier Holz. Kann ich den? Bringt hoffentlich 300 Holz. Holz. Für die Brücke brauche ich 300 Holz. Naja, das geht schon. Bemühe dich nur.
zack, zack, zack. Und eins, und zwei, und eins, und zwei. Und 95 Holz. Holz, Holz, Holzi, Holz. Du bist ein zimmer Schatz. Oh, das stimmt. Was macht man, wenn man erschöpft ist? Und es ist 15.10 Uhr. Kartoffellieferung in 2 Tagen. Ach, das ist alles so aufregend. Ach, ich gehe jetzt schon schlafen und warte einfach. Okay. Und... jetzt geht es auch nochmal ganz wenig. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder bei einem neuen Video von Stardew Valley. Ja, hat es euch gefallen, hinterlasst ein Like und abonniert meinen Kanal. Hat es euch nicht gefallen, dann bitte auch. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss, bis bald.